Der Bundestag hat heute erneut über das Thema Sterbehilfe debattiert. Es herrscht Handlungsbedarf, seit das Bundesverfassungsgericht vor mehr als 2 Jahren das damals geltende Gesetz gekippt hatte. Heute ging es im Parlament erst einmal um eine grundsätzliche Aussprache. Es gibt bereits konkurrierende Vorschläge von Abgeordnetengruppen, die jeweils eine Beratungspflicht vorsehen. Karlsruhe hatte ein grundsätzliches Recht auf selbstbestimmtes Sterben anerkannt. Wie geht es weiter beim Thema Sterbehilfe? Darüber debattiert das Parlament heute erstmals in dieser Legislaturperiode. 3 fraktionsübergreifende Vorschläge liegen vor. Der Entwurf, unter anderem von FDP-Politikerin Helling Plah, ließ er am meisten zu. Stehen wir Menschen, die über einen Suizid nachdenken, zur Seite, indem wir flächendeckend und bundesweit niederschwellige Beratungsmöglichkeiten schaffen? Etablieren wir echte Anlaufstellen und bieten wir dort auch konkrete Hilfe? Dem diametral entgegengesetzt ist ein Vorschlag, der die sogenannte geschäftsmäßige Sterbehilfe wieder unter Strafe stellen will, allerdings nicht in allen Fällen. Wichtig ist es vielmehr, im Rahmen eines klaren Schutzkonzeptes Ausnahmen für Menschen zu schaffen, die frei und ernsthaft den Entschluss gefasst haben, aus dem Leben scheiden zu wollen. Durch einen zusätzlichen Paragraphen soll zudem Werbung für die Hilfe zur Selbsttötung verboten werden. Eine Art Mittelweg schlägt unter anderem die Grünen-Politikerin Künast vor. Demnach soll unterschieden werden, ob der Betroffene aus gesundheitlichen oder anderen Gründen aus dem Leben scheiden möchte. Man sollte es jetzt nicht zu schwer machen. Deshalb kritisch auf den Blick mit einer Strafvorschrift zu beginnen, die als erstes sagt 3 Jahre Freiheitsstrafe. Wir meinen aber auch, man sollte es nicht zu leicht machen, weil in manchen Bereichen, vielleicht können wir auch nicht alles millimetergenau regeln. Nach der heutigen Orientierungsdebatte sollen die Entwürfe noch vor der Sommerpause in erster Lesung beraten werden. Eine gesetzliche Neuregelung der Sterbehilfe könnte es bis Ende des Jahres geben.